Liebe Freunde, hier ist euer Steinwalden. Willkommen zurück in Kotonia. Unser neuer Großkönig Antoni hat sich fest vorgenommen, ein guter, vernünftiger Herrscher zu sein, der das Land voranbringt, aber nicht aus einer Haltung heraus der Gutherzigkeit, der Gutmütigkeit, der Menschenliebe, sondern aus so einer ganz, ja, wie soll ich sagen, kalten, funktionalistischen Position heraus. Denn wir wissen, er ist unter anderem gefühllos. Dennoch, das ist eben sein Ansinnen, was er hat, und da gibt es mit Sicherheit einiges zu tun. Es gibt auch noch ein paar interessante Aspekte an ihm, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Als erstes vielleicht schauen wir uns mal seine Beziehung an. Er ist befreundet mit der Kaiserin Mutter Irena, das ist sicher auch nochmal ein interessanter Punkt. Mal gucken, ob das noch irgendwie eine Tragweite hat. Dann ist er befreundet mit einem Champion, das war der orthodox-serbische Champion, der umgebracht werden sollte, wenn ich mich recht entsinne, Milorad Dragutin. Dann ist er befreundet mit der Königin von Litauen, also mit der Frau von König Kasimir. Sie ist auch unsere Schwester. Und er ist befreundet mit König Rodolvard, unserem Onkel. Das ist ganz interessant. Also auch Freundschaften in der Familie weisen darauf hin, dass er eine ähnliche, ja, positives Verhältnis zur Dynastie hat. Die ist aber, weil er, also es ist die Frage, gefühllos und Freundschaft, naja, ist so ein bisschen schwierig. Also wir müssen die, glaube ich, ein bisschen speziell noch definieren, diese Freundschaften. Interessant aber auch Folgendes. Er hat Rivalen, eine gefangene Rivalin, oder ist das ein Mann? Ja, ein Este. Das muss irgendeine Vorgeschichte haben, die wir nicht kennen. Ein landloser Este. Ich glaube, er wird einfach im Gefängnis bleiben. Aber das hier ist interessanter. Es gibt einen weiteren Rivalen, Fürstbischof Franz von Gnesen. Das ist ja ein katholischer Fürstbischof noch in unserem Reich. Und das führt mich zu einem ganz interessanten Aspekt jetzt seiner Herrschaft. Denn er ist ja auch Herzog von Großpolen, wie wir wissen. Und das bedeutet, dass dort einige Grafschaften sind, die von Katholiken geführt werden. Und da haben wir natürlich jetzt Möglichkeiten. Also, wir gucken uns das mal an. Was Großpolen betrifft, wartet mal, ich gehe mal hier auf die Karte und wir schauen uns das mal halt so an, genau. Also, Posen ist unser Gebiet, das ist das einzige hier. Dann haben wir Lebus. Lebus wird geführt von Graf Bernhard von Lebus. Der ist französischer Adamit. Und da können wir gleich zuschlagen. Also ich denke, wir werden hier für Ordnung ein bisschen sorgen. Wir werden von ihm verlangen, dass er uns ja einfach diesen Titel übergibt, weil wir die Adamiten als böse ansehen. Warte mal, es sind aber nur 27%. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu riskant. Ich will im Moment noch keinen Krieg starten. Wir werden erstmal den anderen Krieg abwarten. Und wenn, dann vielleicht noch andere. Aber Lebus behalten wir im Hintergrund. Dann haben wir hier Fraustadt, geführt von Graf Hartneid. Der ist aber slowianskanisch. Dann haben wir hier Kalisch, geführt von Graf Brjacheslaw. Der ist auch ein polnischer Katholik. Ich meine, wir können natürlich auch die Bekehrung verlangen, aber da sind sie gar nicht dabei. Titel aberkennen würde da auch möglich sein. Allerdings würde es hier zu einem größeren Aufstand kommen. Herzogin Smechner würde sich sogar anschließen. Das ist noch so ein Sonderfall. Also ganz so einfach ist das nicht. Und dann haben wir hier Gnesen, wo eben unser Rivale dabei ist. Auch da könnten wir mal gucken. Das würde er natürlich auch nicht annehmen. Und hier wird sich aber nur einer dem Aufstand anschließen. Das heißt, hier könnte man zuerst einen kleinen Krieg führen, um den Rivalen in die Knie zu zwingen. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Alles andere muss erstmal erledigt werden, bevor wir dazu kommen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. So, dann ist er natürlich neben dem inneren Ausbau des Reiches an irgendwie einer vernünftigen Bündnispolitik interessiert. Und er hat aber nicht viele Möglichkeiten. Wie ist unsere Bündnissituation? Wir sind mit Schweden immerhin verbündet. Also die Idee seines Vaters war es ja, dass man innerhalb der Königreiche Bündnisse schließt. Das ist ein Bündnis mit Prinz Rostislav. Ist er der Erbe von Litauen? Nein, ist er nicht. Der ist der Bruder des jetzigen
Königs, wenn ich das richtig sehe, und unser Cousin. Okay, das heißt, ja, und jetzt müssen wir mal gucken, was nämlich möglich ist. Wir können ja nur ein Bündnis machen mit unserer kleinen Prinzessin, aber das sollten wir direkt mal erwägen. Das muss natürlich matrilinear sein, weil sie unser Haupterbin ist. Und ich habe gesehen, also theoretisch wäre es auch möglich mit diesem mächtigen Oberhäuptlingstum, das dort entstanden ist, hier ein Bündnis zu schließen. Das Problem ist, die Person, die dort in Frage kommt, ist ein Bastardkind. Das ist dieser Typ hier. Und damit, ah, finde ich, ist es keine angemessene Heirat. Außerdem, ja, nee, also das ist, steht mir auf zu unsicheren Füßen. Angesichts der Tatsache, dass sie unser einziges Kind ist, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Da finde ich die andere Variante besser, die möglich ist. Und zwar hier, dass wir uns wieder ins litauische Königreich, warte mal, müsste eigentlich möglich sein. Ja, hier, mit Prinz Andrei oder Prinz Marek. Andrei ist 7, Prinz Marek ist 0. Klumpfüßig. Wir nehmen mal diesen Ondrek matrilinear, dass wir dadurch jetzt sozusagen auch Litauen an uns binden. Und ich denke, das werden wir machen. Das ist insofern wichtig, weil das hier schon relevant ist. Nämlich hier bildet sich gerade eine Fraktion, dass dieser Prinz von Litauen, ein anderer Cousin, dass der gerne auch das Kaiserreich übernehmen will. Und da ist tatsächlich Kasimir mit dabei. Also das werden wir auf diese Art und Weise auch lösen können. Dann haben wir einen, ja, unseren Bruder. Warte mal, den haben wir Jaromar, genau. Der ist nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Aber wir sind sehr gut dabei, andere zu beeinflussen. Es dauert nur 10 Monate. Das Komplott werden wir schmieden. Vielleicht präsentiere ich euch auch kurz noch die Dinge, die wir eigentlich können durch Erlaucht. Also beeinflussen, Komplottstärke plus 30%. Feste Hand, Prestige durch Schrecken ist für uns nicht so entscheidend. Prestige pro mächtigen Vasallen im Rat gibt es mehr. Prätorianergarde, Prestige pro Ritter, wahre Herrschaft, Vasallisierungs Angebot, Annahme plus 25, das ist interessant. Aber ja, das wäre interessant, zum Beispiel bei diesen kleinen Reichen. Aber da die nicht unserem Glauben folgen, werden sie das dennoch nicht tun. Ihr seht es, minus 166, da kommen wir nicht gegen an. Wir gehen mal auf die Glaubenskarte, um uns mal einen Eindruck zu verschaffen. Ja, klar, aber die sind nun alle nicht slowenskanisch. Wenn sie das wären, dann wäre das tatsächlich ein Weg, den man gehen könnte. Okay, gut. Ich will noch die anderen Sachen euch zeigen. Geschichte schreiben, da kann er ein Epos in Auftrag geben, aber das fand ich nun für seinen Charakter eher ein bisschen unangemessen. Das ist richtig in der Beschreibung bei der Geschichte, dass man, ja, dass man sich richtig sühlt in irgendwelchen Heldengeschichten über einen selbst. Ja, Leben des Ruhms. Die anderen beiden machen wir noch zu Ende. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. So, was wir aber machen können jetzt schon, ist wohltätig spenden. Das machen wir mal anlässlich des Amtsantrittes. Das ist ja offenbar scheinbar ein Thema bei ihm. Es ist für eine gute Sache. Quasi zum Amtsantritt. Ich verlasse das Gotteshaus mit leerer Börse und leichteren Herzens. Allein der Gedanke an jene, denen mein Geld helfen kann, erleichtert mir meine Bürde schon gewaltig. Rott ist großzügig. Prima. So, das wäre das. Dann, ja, dann sollten wir im Rat nochmal überprüfen, was unsere Leute machen. Hier wird bekehrt. 2 Jahre ist er dort und das interessiert uns auch, aber eher nur am Rande. Viel wichtiger wäre eine Bekehrung hier in Helgum. Das gehört uns nämlich direkt. Deswegen gehst du dort mal bitte hin. Heimische Angelegenheiten ist in Ordnung. Du bist auch hier bei uns. Und er ist in Kainu. Kainu ist nicht mal unser direktes Gebiet. Die Frage ist, haben wir überhaupt noch irgendwo etwas von uns, wo Kontrolle nicht 100 ist? Ich glaube nicht, ne? Das ist überall in Ordnung, in Helgum auch. Dann kannst du von mir aus diese Aufgabe erstmal dort beenden. Es ist ja auch für den dortigen hier, diesen Mann von Hilfe, wenn dort die Kontrolle oben ist. Ja, soweit, so gut. Dann würde ich sagen, warten wir diesen Krieg ab, machen Pilgerfahrt, machen ein Fest und dann kümmern wir uns hier um diesen, ja, um unseren Rivalen als erstes Großes, was
was wir mit ihnen unternehmen werden, aber wir können auch investieren. Ja, das ist nochmal eine wichtige Sache. Hatte ich ja gesagt, wir wollen den Ausbau des Reiches vorantreiben. Und ich gucke mir mal unsere Domänen an. Ich würde mal sagen, Priorität hat dort, wo hier noch freie Besitztümer möglich sind, dass wir dort investieren werden. Deswegen werde ich hier eine weitere Burg bauen für 400 Gold und ich glaube in Helgum können wir ebenfalls investieren und hier wird es eine Stadt sein. Gut, dann sind wir wieder bei ungefähr 1000 und lassen mal weiterlaufen und das Bündnis mit Kasimir ist geschmiedet, hervorragend und damit müsste eigentlich auch, ja wir sind jetzt auch Dynastie überhaupt wieder, beziehungsweise und auch Kultur überhaupt. Das sollte uns dazu führen, dass wir mal prüfen, was wir eigentlich jetzt hier fördern wollen. Ritterstand, Bankwesen klingt vielleicht ein bisschen eher nach ihm und Verstädterung. Ich glaube, die Sachen forcieren wir jetzt mal. Erst Verstädterung und dann Bankwesen. Und das bringt mich noch zu einer anderen Sache, nämlich wir haben über 1000 Vermächtnispunkte. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Was würde er hier machen? Gibt es irgendwas von denen, die wir jetzt freischalten können? Kriegskunst passt zu ihm nicht. Blaues Blut passt irgendwie auch nicht. Gelehrsamkeit, Höfling und Gastmeinung würde schon eher passen. Erwünschte Vermählung, ja. Okay, gibt's. Dann tendiere ich, glaube ich, ja. Nee, zu ihm passt lieber dieser Gesetzesbereich. Dann werden wir warten, dass wir die 2000 haben und nehmen lieber die treuen Magistraten. Das ist mit Sicherheit der bessere Weg. So, wir kriegen aber dennoch wieder Ablässe. Sehr gut. Und wir versuchen weiterhin hier unser... Oh, jetzt geht es aber hier Schlag auf Schlag. Hingabestufe erhalten, das ist auch ganz gut. Und unter Belagerung, ernsthaft? Na gut, dass wir unsere Truppen hier jetzt schon in der Nähe haben. Das sollte kein Problem sein. Wir helfen dann auch nochmal bei der Belagerung. Die hier unsere Frau da durchführt. Aber jetzt führen wir erstmal diese Schlacht durch. Oh, irgendwas habe ich hier jetzt gar nicht beachtet. Was ist denn hier los? Miroslav führt. Wieso sind wir auf minus 20? Nein, wir sind verschifft worden. Darauf habe ich nicht geachtet. Oh, verdammt. Na gut. Der Sieg ist trotzdem unser, zum Glück. Das wäre kein guter Beginn. Aber der Krieg ist dadurch beendet worden. Hervorragend. Gut, die Sache ist also durch. Endlich, endlich. Wir lösen alle unsere Armeen auf und können jetzt die so wichtige erste Pilgerfahrt jetzt unternehmen. Ich gucke mal ganz kurz, was ist hier passiert. Ein bemerkenswerter Gast. Ein guter Kämpfer, nicht wahr? Ja, den werden wir an den Hof rekrutieren. Okay. Unsere Cousine wird angegriffen. Herzog Branislav. Was ist das für eine Cousine? Dala Bergslagen. Gehört zu Bergslagen, okay. Gehört zu Schweden. Okay, das muss irgendwie ein interner Krieg sein, aber in Schweden, das interessiert uns jetzt nicht. Gut, jetzt werden wir als erstes, wie geplant, die Pilgerreise durchführen und uns darauf vorbereiten. Und wie gewohnt, einfach weil das Tradition ist bei uns Krutois, werden wir die erste Pilgerreise nach Arkona durchführen. So, jetzt bin ich gespannt, wie unser Einkommen sich entwickelt, wenn jetzt die Soldaten nach Hause kommen. Wir reisen hier erst einmal ab. Ja, bei plus 14,6. Ja, zusammen mit den... Ach nee, hier wird angefragt, ob jemand ausgelöst wird. Graf Jaromir von Brenna, genau. Im Gefängnis habe ich gar nicht nachgeschaut. Auch ein Krutoi. Ja, ich würde sagen... Das war der, der hier zwar irgendwie gegen unsere Frau rebelliert hat, aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Frieden im Reich. Sind wir mal großzügig in dieser Sache. Warum verirrt sich... Das ist ja auch schon eine Familientradition geworden. Nein, ich denke auch er ist vom Typ her jemanden maßvoll zufrieden. Ja, der hier irgendwelche
Ortskundigen dann fragt, wie er dorthin kommt. So, wer wird angegriffen? Smolensk interessiert uns, glaube ich, eher weniger. So, nächster Ablass, genau, hervorragend. König Nachkoll von der hat Norwegen gegründet, interessant. Wird angegriffen von Graf Gunnar. Das ist ein Tyranneikrieg intern. Mit dem haben wir jetzt noch kein Bündnis. Das Bündnis ist beendet. Wie gesagt, so, wir sind dort. Mit Leib und Seele. Als der Priester mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Ja, es waren wohl eher nicht die himmlischen Mächte, sondern irgendwelche Dorfbewohner der Gegend, die geholfen haben. Wie auch immer, wir bekommen einiges an Frömmigkeit und Ahnenverehrung, wie sich das gehört. So, das nächste wäre jetzt ein Festmahl, oder? Warum können wir das nicht veranstalten? Na, wir sind noch nicht zurück, das ist der Grund. Dann geht das aber. Wir können schon den nächsten Vorzug freischalten. Ja, dann machen wir Dignitas, Diplomatie pro Ruhmstufe. Okay, das macht ihm... Und ich habe offenbart, dass Königin Stenka... Was? Sie war es, die unsere Ärztin... Wie bist du denn an diese Information jetzt gekommen? Oder wusstest du das? Wartet mal. Und die ist jetzt gestorben? Und, okay, das ist aber unsere Freundin, ne? Was hat denn die Königin Stenka bitte gegen unsere Ärztin? Hä? Was ist das für eine skurrile Situation? Okay, jetzt haben wir keine Ärztin. Da müssen wir erstmal suchen am Hofe, ob wir jemanden finden, der talentiert genug ist. Sonst suchen wir woanders. Was haben wir hier? Also es sollte schon jemanden sein mit Arzttalent. Okay, Gutbrand ist sehr talentiert, aber kein Arzt. Scharfsinniger Intellektueller. Ne, es sieht so aus, als hätten wir keinen dezidierten Arzt am Hofe, der uns hier helfen könnte. Ne, dann werden wir tatsächlich auf die Suche nach einem Arzt gehen müssen. Mal gucken, wer sich hier anbietet. Na sowas. Aber dadurch, dass sie unsere Freundin ist, sind wir vielleicht eingeweiht oder sie hat uns ihre Gründe erklärt. Wir werden jetzt nichts dagegen unternehmen. So, was ist hier? Ich habe herausgefunden, dass Graf Henrys ererbte Vasallenbande ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen. Ja, großartig. Graf Henry von Zirkipania. Ja, ich denke, wir werden das erhöhen im Sinne unserer großen Reformprojekte. So, jetzt sind wir endlich zurückgekehrt. Schön, wieder zu Hause zu sein. Das heißt, wir können jetzt auch gleich das Festmahl machen. Suchen aber einen Hofarzt. Und ich hoffe, wir bekommen auch bald einen. Jagd werden wir nicht durchführen, aber ein Festmahl. Definitiv. Einladungen werden verschickt. Ist natürlich alles kostspielig. So, wer bietet sich denn hier an? Ja, Rosa, wandernd. Sieht zynisch, fleißig, ungeduldig. Ist schon ganz gut in dem, was sie macht. Hohen Bildungswert. Ich würde sagen, ja, wir werden sie anstellen. Und da sind die nächsten 150 Gold weg. Ein Festmahl, ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig. Willkommen, meine Freunde. Gut. Und der Sommerpalast ist fertig gebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sehen übrigens hier, wer beim Festmahl dabei ist und nicht. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Haben schon mehrere von euch mich mal darauf hingewiesen, dass man sich das mal anschauen sollte. Und wer abgelehnt hat, der Graf von Kalisch, der ist ja Katholik. Dann Barone Xenia, okay, eine Barone interessiert uns nicht. Gräfin, eine adamitische Norwegin, wo ist die denn eigentlich? Die sollten wir auch nochmal... Ach, das ist da, glaube ich, diese... Provinz, die jeder Großkönig bisher ignoriert hat. Dann König Kasimir von Litauen. Das ist natürlich schon bemerkenswert. Immerhin haben wir gute Verhältnisse zueinander. Bertha von Hamburg und unser Bruder Kasper, dem Danzig gehört. Nun gut.
Es kommt zur Katastrophe auf dem Fest. Mal ernsthaft, entschuldigt der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch in vollem Gange, doch ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell umschlagen. Wir können jetzt weitere 150 Gold ausgeben, um den Durst zu bekämpfen. Wir können alle zusammenlegen oder an die Geheimvorräte gehen. Weil wir eine eifrige Frohnatur sind, haben wir diese. Ja gut, ich meinte maßvoll. Gut, das maßvoll widerspricht jetzt so ein bisschen, dass wir... Aber der gesamte Wein, nee. Maßvoll und Frohnatur sind ein bisschen widersprüchlich in dieser Sache. Ich würde sagen, es geht ja jetzt nicht unbedingt um Völlerei, sondern dass überhaupt Wein da ist. Wir machen das mal. Wir gehen an unsere Geheimvorräte. Das ist schon in Ordnung in diesem Falle. So. Was wie ein ungewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von König Miroslav, dem wir auch noch eine neue Krone verpassen müssen. Eieiei, ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Okay, gute Meinung und wir kommen einer Freundschaft näher. Sehr schön. Was ist denn das hier eigentlich? Eigentlich haben wir doch jetzt einen Hofarzt, oder? Ja, Rosas Hofärztin. So. Der nächste Ablass ist da. Sichere Einkommensquelle. Meine Schwester und Freundin, Königin Stenka, ist da und unser Wiedersehen ist mir eine Freude. Einmal mehr essen, trinken und singen wir gemeinsam, als wäre seit unserem letzten Abschied keine Zeit vergangen. Wir hätten in einer Scheune speisen können und es wäre für mich dennoch eines der besten Feste aller Zeiten gewesen. Wiederbelebte Freundschaft. Uiuiuiui. Gewaltiger Gesundheitsbonus. Gute Meinung zueinander und der ganze Stress ist vorbei. Die Gäste gehen, wir bekommen Prestige und die Gäste Meinung. Das sollte auf jeden Fall die Sache, was unsere Vasallen betrifft, stabilisieren. Was haben wir hier? Jagd? Nee, Jagd finde ich passt nicht unbedingt zu ihm. Okay, das nächste Ding betrifft jetzt hier unseren Feind. Fürstbischof Franz von Gnesen. So, und das ist das Ziel, ihm dieses Bistum abzuerkennen. Er wird das natürlich nicht abnehmen, das heißt, es kommt definitiv zu einer Revolte, aber da wird nur Graf Brachislav von Kalisch wird mitmachen. Der hat zwar 1400 Mann, aber das ist insgesamt, denke ich, ist das kalkulierbar. Ich denke, er wird das jetzt hier durchziehen und wir werden diese Titel aberkennen. Das wird jetzt gleich abgelehnt werden und dann wird es zum... Ich habe offenbar das Königin Dragomira im Milorad ermordet hat. Unser Freund ist verstorben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie wir diese Dinge offenbaren können einfach. Haben wir das rausbekommen oder was ist damit gemeint? Und diese Königin, ist das nicht irgendwie unsere Schwester oder sowas? Ja, Dragomira von Schweden. Aber was sollen wir machen? Ich würde es am liebsten ihrem Mann erzählen, aber die Möglichkeiten haben wir nicht. Na gut. Kümmern wir uns jetzt mal um diese Sache. Eigentlich müssten wir jetzt langsam eine Nachricht aus Posen bekommen. Ja, tatsächlich, Krieg ist erklärt worden. Wie erwartet, wir werden die Truppen sammeln. Und zwar, wir werden sie in Posen sammeln. Und ja, ich denke, wir machen mal Folgendes. Wir sind stark genug, dass wir hier... alle ausheben. Ah, ich wollte es zusammenziehen. Naja, wir beenden mal das Sammeln. Das müssten jetzt dennoch nur unsere Elite sein, die wir dann hier zusammenführen. Und weil es eben für uns so einfach möglich ist, werden wir auch die Krieger von Perun noch mit dazu holen. Ja, sehr gut. Die sind dann, wenn ich das richtig sehe, schon da. Die brauchen nur einen guten Befehlshaber, aber sie müssten doch eigentlich schon einen haben, ne? Wo ist denn der großartige...
Ach, Graf Bryachislav ist ein verdammt guter Befehlshaber. Oha. Wen nehmen wir denn da? Haben wir einen Glaubenskämpfer? Das wäre hier in diesem Falle hilfreich. Auch ein Antoni. Ich würde mal sagen, den nehmen wir mal jetzt hier als Anführer. Und wir bringen mal die schon raus, während ihr hier stehen bleibt und auf die anderen wartet. Und dann wird das. So, wir haben die Verstädterung entdeckt. Sehr schön. Die Verstädterung bringt uns ja eine höhere Entwicklung. Wir werden mal Bankwesen als nächstes machen. Und werden... Tja, ich würde schon gerne versuchen, jetzt diese gegnerische Armee erstmal zu besiegen. Wobei diese dort ist größer. Und irgendwie hat das mit dem Abbrechen nur so halb geklappt. Richtig, ich habe ja nur bei einer Einheit abgebrochen. Aber ist auch nicht so wichtig. Dann überrennen, ist auch nicht so entscheidend. Dann überrennen wir sie jetzt einfach. Wir machen das so. Die kommen dorthin. Das ist halb gut. Das ist hier eine gute Truppe zum Belagern. Die bringen wir dort mit rein. Die Truppe kann ebenfalls belagern. Die wird dort belagern. Und die wird den da unten jagen. Da haben wir sehr, sehr... Können sehr, sehr flexibel hier agieren mit den Gegnern. Das ist doch in Ordnung. So. Wo auch immer die jetzt hinziehen, versuchen wir mal, sie zu erwischen. Dort und... Du versuchst, sie dort zu verfolgen, was aber nicht ganz so einfach ist. Gehen wir mal dorthin. Ah, Jaroma wurde positiv beeinflusst. Das ist gut. Wir erwischen sie nicht wirklich. Wir sind, denke ich, so überlegen, dass wir auch in den im Gebirge kämpfen können. Na, jetzt haben wir sie, glaube ich. Jetzt haben sie immer noch nicht. Was? Warum wir? Es gibt keinen ruhigen Moment. Meine Tochter und Erbin Jaka steckt so voller Fragen. Ich versuche nach Kräften, ihre Neugier zu ermutigen, doch der ständige Strom von Gedanken und Fragen treibt mich an den Rand der Erschöpfung. Okay, sie ist neugierig geworden. Die Belagerung laufen. Den Gegner erwischen wir irgendwie, weil er hier Katz und Maus spielt. Aber solange er selbst nichts belagert, ist uns das ziemlich egal. Wir laufen immer noch hinterher. Jetzt kriegen wir ihn da. Ja, da wird es jetzt endlich zur Schlacht kommen. Mit plus 6 Vorteil. Antoni wurde leider verwundet, aber egal. Hier, die erste Belagerung war erfolgreich. Die nächste wird auch erfolgreich sein. Wir lassen ihn einfach da mal weglaufen. Und damit dürfte der Krieg sehr schnell beendet sein. Oh, das Großreich des Khans ist komplett zerfallen. Das sind Dinge, die wir aus der Ferne so gerüchtemäßig erfahren. Sie haben uns bisher nicht betroffen und werden uns, wie wir gesehen haben, auch in Zukunft nicht betreffen. König Rodulvard kommt zu mir, um mir etwas mitzuteilen, das ihm auf der Seele lastet. Er ist mein Onkel, also zeigte ich größtes Verständnis. Allerdings war ich schon sehr neugierig. Okay, inzestuös. Uiuiui. Ein Geheimnis von ihm, ein sehr spezielles Geheimnis, haben wir erfahren. Nun ja, wer weiß, ob das noch irgendwann von Nutzen sein wird. So, wenn diese Belagerung durch ist, dann müsste eigentlich der Krieg zu Ende sein. Ablass wird angenommen. Insofern brauchen wir jetzt gar nichts mehr tun. Jawohl. Richtig eingeschätzt. War ja auch keine große Kunst. Und damit ist der eingekerkert. Und wenn ich es richtig sehe, so sei es, dann haben wir das jetzt schon bekommen oder können wir ihm das jetzt entziehen? Das ist die große Frage. Nein, 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 nein. Aber jetzt sollten wir das problemlos aberkennen können, das Fürstbistum genesen. Jawohl. Er ist auch als Verbrecher bekannt. Hervorragend. So ist es. Er bleibt natürlich im Gefängnis. Und wie sieht es aus mit Kalisch? Er ist ja auch im Gefängnis. Auch hier sollte das Aberkennen jetzt funktionieren. Ja, perfekt. So, damit haben wir direkt mal eine deutlich größere Hausmacht in unserem Herzogtum Großpolen erlangt. Zwei weitere Gebiete sind dazugekommen.
die wir dementsprechend auch weiterentwickeln können. Ja, und wie würde jetzt ein gefühlloser, aber zufriedener und maßvoller Mann mit seinen Rivalen umgehen, die jetzt hier eingekerkert sind? Vor allem dieser Franz. Ich denke, er wird sie einfach lebenslang im Gefängnis lassen. So stelle ich mir das vor. Gut, wir lösen unsere Truppen auf und damit ist der Auftakt getan. Der Auftakt mit unserem andersartigen Großkönig Antoni, der aber sich hier schon mal ziemlich durchsetzungsfähig gezeigt hat gegenüber seinen Rivalen. Aber ansonsten, wie gesagt, wird die Entwicklung des Reiches im Vordergrund stehen und es gibt im Moment noch keinen Grund, davon irgendwo abzuweichen. Interessant ist nur, wie jetzt zum Beispiel er reagieren würde bei der Titelaberkennung. Wer würde hier zwei Grafen würden sich anschließen? Also wir können dieses Spielchen auch noch mit den anderen Renitenten durchziehen. Das ist aber auch, glaube ich, nur noch Lebus. Aber das passt ganz gut. Dann sind wir auch schon fast am Limit unserer Domänenmöglichkeiten. Jo, also. Dann sehen wir uns in der nächsten Staffel wie gewohnt wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.